Alter, die sind ja richtig dick, Alter, geil. Alter, die sind richtig geil. Venom gehört nicht nur zu den beliebtesten und bekanntesten Schurken und Gegenspielern von Spider-Man, sondern er ist auch einer der beliebtesten Bösewichte von Marvel überhaupt. Allein deswegen sind die Erwartungen in den kommenden Venom-Film mit Tom Hardy riesig, obwohl ich vermutlich auch nicht der Einzige bin, der nicht genau weiß, was man denn nun erwarten und davon halten soll. Auch ich persönlich mag Venom sehr, sehr gerne und finde die Figur super interessant und auch einfach nur cool. Auch ich habe mich sehr, sehr gefreut, als es dann hieß, es kommt endlich tatsächlich ein Venom-Film. Aber auch ich habe so meine Probleme mit den bisherigen Infos, die über den Film so bekannt sind. Zum Beispiel soll es ja nun doch eine Freigabe ab 13 Jahren in Amerika geben. Das wird bei uns hier also auf FSK 12 oder höchstens 16 hinauslaufen. Viele hatten sich hier einen Rated-R-Film gewünscht und man war ja eigentlich auch optimistisch, nachdem Deadpool ja so höchst erfolgreich diese Barriere Gott sei Dank eingerissen hat. Es würde auch einfach deutlich besser zu den düsteren, brutalen, manchmal auch leicht horrormäßigen Venom passen. Aber Sony plant ja sein eigenes Filmkontinuum mit Charakteren aus dem Spider-Man-Universum und damit die dann alle zusammenfinden können, damit man Venom und alle, die da noch kommen mögen, auch wieder mal an Disney fürs MCU ausleihen kann, wie es ja bei Tom Holland Spider-Man auch ist, muss es eben etwas familienfreundlicher sein. Außerdem bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie man die Entstehungsgeschichte von Venom so vollkommen losgelöst von Spider-Man erzählen will. Es ist zwar schön, einen Film zu haben, der sich tatsächlich auf Venom konzentriert, aber die Figur Venom, die wir auch im Film zu sehen bekommen, also die Verbindung zwischen dem Venom-Symbionten und Eddie Brock, zieht so viel aus der Figur des Spider-Man, dass es ohne eigentlich gar nicht geht. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob der Film das wirklich schafft. Und ich muss sagen, dass ehrlich gesagt die Trailer bis jetzt auch jetzt nicht so mega überzeugend waren, weder was die Optik angeht, noch die allgemeine Stimmung des Films. Aber das sind natürlich alles nur erste und kleine Eindrücke und nur so ein bisschen wild ins Blau geratene Mutmaßungen. Wer weiß, was der Film so Tolles parat hält. Ich lasse mich da wirklich sehr gerne positiv überraschen. Das Verrückte ist ja, dass diese Skepsis, die ich habe, von vielen zwar geteilt wird, gleichzeitig wird der Film von Experten aber ein bombastisches Startwochenende vorhergesagt. Da ist vom besten Kinostart im Oktober die Rede, den hat bis jetzt, glaube ich, Gravity hingelegt. Also offensichtlich scheint man sich wirklich nicht ganz sicher zu sein, was man denn nun von dieser ganzen Geschichte rund um Venom halten soll. Ab dem 3.10. können wir uns endlich davon überzeugen. Bis dahin wollen wir jetzt mal die Zeit nutzen, um uns anzuschauen, wer und was ist Venom überhaupt in den Comics? Was ist da so die Entstehungsgeschichte hinter der Figur? Die ist nämlich ziemlich spannend und freundliche Unterstützung kriegen wir hierbei mal wieder von unseren Freunden von Panini, die uns mal wieder wahnsinnige Gewinnpakete voller Venom-Comics zum Verlosen bereitgestellt haben. Vielen Dank dafür. Am Ende des Videos erfahrt ihr wie immer, was ihr dafür tun müsst, um welche Comics es sich handelt und überhaupt was Sache ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Venom eigentlich ist. Schon die Geschichte hinter der Idee zu Venom ist tatsächlich sehr, sehr spannend und außergewöhnlich. Anfang der 80er hat Marvel nach neuen Comicautoren gesucht und es war auch nicht unüblich, seine Ideen einfach direkt an Marvel zu schicken. Und ein junger Mann namens Randy Schüler, der großer Spider-Man-Fan war und ist, hatte dann die Idee zu einem neuen Kostüm für Spider-Man, das aus demselben Material gemacht sein sollte wie die Anzüge der Fantastic Four und Peter Parkers Fähigkeiten nochmal verstärken sollte. Weil zu der Zeit The Wasp eine sehr, sehr angesagte Heldin war und auch sowas wie die Style-Ikone des Marvel-Universums, sollte sie in Schülers Vision den neuen schwarzen Anzug für Spider-Man designen. Und der sollte nicht nur schwarz sein, sondern auch ursprünglich eine große rote Spinne auf der Brust haben und nicht die weiße, die wir ja dann irgendwann kennengelernt haben. Und hauptsächlich zu Tarnzwecken dienen, damit Spider-Man also noch besser mit den Schatten verschmelzen konnte und sich irgendwie anschleichen konnte. Die Idee hat Schüler auf jeden Fall an Marvel geschickt und bekam zur großen Überraschung nicht nur eine Antwort, sondern eine sehr positive noch dazu. Der damalige Chefredakteur James Shooter hat Schüler nämlich nicht nur $220 für die Idee geboten, sondern ihm auch angeboten, nach einigen Änderungen die Geschichte dazu selber zu skripten. Ein paar Skizzen wurden dann hin und her geschickt, aber letztendlich sind sie damals irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner für die Story gekommen. Wobei das für Schüler aber völlig in Ordnung war. Der war als waschechter Fan natürlich total hin und weg, dass überhaupt seine Idee als solche dann angenommen wurde oder überhaupt erstmal Beachtung gefunden hat. Und ein Jahr später kam dann die Storyline Secret Wars, in der der schwarze Anzug dann auch tatsächlich eingeführt wurde. In Secret Wars hat der Beyonder viele Helden nämlich auf den Planeten Battleworld verfrachtet, unter anderem viele Avengers, die Fantastischen Vier und eben auch Spider-Man, um dort ihre wahren Kräfte zu testen. Und während eines Kampfes wird Spider-Mans Anzug beschädigt. Er wird in so eine Art Einrichtung geführt, wo man ihm angeblich helfen kann und mit einem neuen Anzug versorgen. Aber vorher landet er im Gefängnistrakt, in dem der Venom-Symbiont gefangen gehalten wird.
Der wurde nämlich von seiner eigenen Rasse verstoßen und in das Gefängnis auf Battleworld verbannt. Und zwar deswegen, weil diese gesamte Rasse der Symbionten darauf aus ist, sich mit einem Wirt zu verbinden, ihm das Leben auszusaugen und zum nächsten Wirt zu gehen. Der Venom-Symbiont aber tatsächlich so eine Art permanente Verbindung mit nur einem Wirt wollte oder immer noch will. Und durch die Verbannung hat man dann diese Eigenschaft aus dem Genpool der Symbionten sozusagen ausschließen wollen, um die gesamte Rasse so stark wie möglich beizubehalten. Die Symbionten waren ursprünglich übrigens auch Wesen mit ziemlich noblen Absichten. Sie haben sich nämlich auf ihrer Heimatwelt mit schwächeren Lebensformen verbunden, um ihnen eine Chance gegen stärkere und zum Teil übermächtige Wesen zu gewähren. Aber mit der Zeit wurden die Symbionten immer süchtiger nach neuen Wirten. Nur der Venom-Symbiont wollte eben, ja, so eine Art monogame Beziehung. Peter Parker befreit also diesen Symbiont aus Versehen aus diesem Gefängnis auf Battleworld und der Symbiont verbindet sich mit Spider-Man und der ist natürlich begeistert von den tollen Eigenschaften, der noch größeren Stärke und Geschwindigkeit und auch noch besseren Netzeigenschaften. Außerdem konnte dieser neue Anzug auch noch Straßenklamotten imitieren, was natürlich auch noch sehr, sehr praktisch war. Und bei der Rückkehr auf die Erde hat Spidey das Ding dann auch weitergetragen und erst mit der Hilfe von Reed Richards hat Peter Parker dann rausgefunden, dass es sich dabei gar nicht um einen neuen Anzug handelt, sondern um eine außerirdische Lebensform, die permanent mit ihm verschmelzen will. Peter hat dann versucht, das Ding loszuwerden, aber es hat erst geklappt, als er sich in den Glockenturm einer Kirche gestürzt hat, weil der Symbiont von diesem Klang der Glocke so geschwächt wurde, dass ja, der sich dann das vom Leib reißen konnte, was man zum Beispiel auch im dritten Sam Raimi Spider-Man gesehen hat. Die Verbittertheit und der Hass auf Peter Parker sind in dem Symbiont auch erst da geboren, weil Peter nämlich eben nicht diese permanente Verbindung eingehen wollte, sondern ihn loswerden wollte. Eine von sehr, sehr vielen spannenden Facetten dieser Figur übrigens. Zumal der Symbiont es ursprünglich gut mit Peter meinte und ihn sogar dann noch mit letzter Kraft aus diesem Glockenturm rausgezogen hat, bevor das Ding eingestürzt ist und Peter unter sich begraben hätte. Der Hass auf Spider-Man ist auch das, was den Symbionten mit dem Mann verbindet, den man meistens meint, wenn man von Venom spricht, nämlich Eddie Brock. Brock ist ein Journalist, der eine Enthüllungsstory über den Sin Eater geschrieben hat, aber Spider-Man fängt kurze Zeit später den echten Sin Eater und diskreditiert Brock so als Journalisten. Brock wird außerdem auch noch von seiner Frau verlassen und kriegt auch noch die Diagnose Krebs, also da kommt wirklich so einiges zusammen bei ihm. Brock muss sich dann mit so Jobs bei irgendwelchen unterklassigen Schmuddelblättchen durchschlagen und fängt an, sich tierisch aufzupumpen, kommt aber nicht wirklich mehr auf den grünen Zweig und will Selbstmord begehen. Und dafür geht er wohin? Natürlich in genau diese Kirche, wo Peter Parker den Symbionten losgeworden ist. Der Symbiont fühlt sich auch gleich zu Eddie hingezogen, weil ja sie eben diesen Hass auf Spider-Man teilen und weil Eddie einen extrem hohen Adrenalinspiegel hat. Das spürt der Symbiont, weil die Rasse der Symbionten sich praktisch von Adrenalin ernährt. Und es kommt zur Symbiose und zack, der Venom, den wir heute kennen, ist geboren, der Eddie Brock Venom sozusagen. In den Comics ist Eddie Brock aber nicht der Einzige, der sich mit dem Venom-Symbionten verbunden hat. Auch wenn Eddie Brocks Venom, wie gesagt, eigentlich der bekannteste ist und man meistens ihn meint, wenn man allgemein vom Venom spricht. Ihn wird Tom Hardy ja auch spielen in dem Film. Außer Peter Parker selbst gibt es noch eine ganze Reihe von Charakteren, die mal mit dem Symbionten verbunden waren. Unser Freund Wade Wilson behauptet zum Beispiel in einer Storyline, dass er sogar der Erste auf der Erde war, mit dem sich der Symbiont verbunden hat. Aber sogar der außerirdischen Lebensform war Wilsons Verstand einfach zu durchgeknallt oder zu verkorkst, sodass nichts aus der Verbindung wurde. In den Spider-Man-Comics sind vor allem zwei Figuren noch dafür bekannt, sich dem Viech mal sozusagen hingegeben zu haben. Und beide haben wir interessanterweise auch schon in der jüngsten Spider-Man-Kinoversion gesehen, nämlich in Homecoming. Das wären zum einen Mac Gargan, den kennt man ja eigentlich im Spider-Man-Kanon als Scorpion. Der ist es auch, aber in den Comics verbindet er sich auch mal mit dem Venom-Symbionten, nachdem Eddie Brock und der Symbiont sich wieder trennen. Gargan erhofft sich dadurch einfach weitere zusätzliche Kräfte, die ihm dann hoffentlich endlich erlauben sollen, Spider-Man zu besiegen. Gargan wurde in Homecoming ja auch schon angeteased und auch den zweiten Wirt für den Venom-Symbionten kennen wir schon. Der kam nämlich auch schon in den ersten Spider-Man von Sam Raimi vor, nämlich Flash Thompson. Als sich Gargan und der Symbiont nämlich trennen, verwahrt die Regierung den Symbionten und möchte mit dessen Hilfe so eine Art Supersoldaten erschaffen, der den Symbionten kontrolliert und dann mit den Kräften das Land verteidigen kann. Flash Thompson, der im Irakkrieg zu der Zeit schon beide Beine verloren hat, meldet sich freiwillig, obwohl der bisherige Versuch gescheitert ist und sogar mit dem Tod der Versuchsperson geendet hat. Aber Thompson gelingt es, den Symbionten zu kontrollieren, mit Hilfe von verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel verschiedenen Sedativa. Und außerdem darf er nie länger als 48 Stunden mit ihm verbunden sein, um eben diese permanente Verbindung zu verhindern. Und Flash Thompson wird dann dadurch zu Agent Venom, also einer klar heroischen Form, nachdem auch schon der Eddie Brock Venom nach und nach vom reinen Gegenspieler Spider-Mans immer mehr zu so einer Art Anti-Held wurde.
Dass es bei Venom auch zu diesem Wandel kommt, hängt einerseits mit der Geschichte und der Komplexität der Figur zusammen, zum anderen aber auch damit, dass auch er sich auf Widersachern ausgesetzt sieht. Da es sich ja bei den Symbionten um eine ganze Rasse handelt, gibt's davon natürlich dann auch eine ganze Menge. Und auch in den Trailern zum kommenden Venom-Film wurden schon einige andere Symbionten angeteased. Es wird auch zum Kampf zwischen Venom und anderen Symbionten kommen. Allerdings wohl noch nicht zum so heiß erwarteten Kampf zwischen Venom und Carnage. Was für die Popularität nämlich und die Beliebtheit für Venom gilt, gilt für Carnage wahrscheinlich umso mehr. Zwar wurde Woody Harrelson für den Film schon bestätigt in einer Rolle, die noch nicht näher benannt wurde, aber selbst wenn es sich wirklich dabei um Cletus Cassidy, also den psychopathischen Serienmörder, der dann später zu Carnage wird, handeln sollte, werden wir ihn vermutlich lediglich in so einer eher kleineren Rolle sehen. Ich will auch gar nicht so viel über Carnage erzählen, außer dass man für Carnage dann definitiv ein Rated A oder ein Rated Doppel A oder Film ab 25 oder was weiß ich was machen wird müssen. Alles andere wäre einfach einfach nur unangebracht. Aber auch da müssen wir uns überraschen lassen, wann und überhaupt ob wir Carnage denn mal auf der großen Kinoleinwand sehen werden. Ihr seht also, Venom hat eine ziemlich interessante Hintergrundgeschichte, sowohl in den Comics als auch was die Entstehung der Comics an sich angeht. Und wenn ihr sagt, ja, das hat mich jetzt mal so richtig angefixt und ich will mich jetzt mal wirklich in die Comics schürzen, kein Problem, auch hier helfen wir natürlich gerne aus. Gemeinsam mit Panini verlosen wir nämlich, wie gesagt, 5 Pakete A3 Comics und die haben es richtig in sich, liebe Freunde. Es sind nämlich genau die 3, bei denen man sich für den Film am meisten bedient hat, besonders bei 2 davon. Ihr könnt also heute gewinnen, ein breit geschnürtes Paket mit den Comics. Venom, tödlicher Beschützer, das ist das Ding hier. Venom, Dark Origin, das ist der hier. Und Spider-Man, Venom, Venom Inc. 5x3 Comics also. Wenn ihr da Bock drauf habt und sagt, ja, die will ich haben, dann checkt auf jeden Fall unsere sozialen Medien aus. Checkt Instagram und Facebook und schaut euch auch mal den Community-Tab hier auf YouTube bei uns mal an. Dort findet ihr dann jeweils die Fragen, die ihr beantworten müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen und eins von diesen wirklich fetten Paketen zu gewinnen. Also wie gesagt, 3 Comics jeweils. Vielen Dank auf jeden Fall auch an Panini dafür. Ihr seid jetzt also bestens vorbereitet und wisst Bescheid, wie Venom in den Comics zu dem geworden ist, als den man ihn heute kennt. Wie gesagt, ich bin selbst sehr, sehr gespannt, was alles wir davon im kommenden Film sehen werden und vor allem, wie das dann jeweils umgesetzt wird. Bald ist es ja Gott sei Dank soweit. Bis dahin, schreibt auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr denn von dem kommenden Venom-Film erwartet und was eurer Meinung nach unbedingt drin vorkommen muss. Oder vielleicht gehört ihr auch zu den Skeptikern und Pessimisten, die sagen, das kann ja im Prinzip alles gar nichts werden. Dann schreibt natürlich gerne auch das. Liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, die Filmfabrik zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und natürlich all euren Freunden auch davon zu erzählen, wie toll wir sind. Checkt auch noch unsere weiteren Videos hier auf dem Kanal aus und wir sehen uns schon ganz, ganz bald im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.